Wir leben Wrestling. Kehrt Cody Rhodes beim Royal Rumble zurück? Wie Fightful berichtet, wurde Cody Rhodes Ende Dezember beim Training im WWE Performance Center gesichtet. Laut Bericht habe sich Cody Rhodes die Personen selbst aussuchen dürfen, die ihn für sein Comeback fit machen sollen. Die Wahl sei dabei auf die NXT-Talente Carmelo Hayes und Joe Gacy gefallen. Cody Rhodes fehlt seit Juni 2022 und erholt sich von einem gerissenen Brustmuskel. Ein Auftritt bei WrestleMania gilt schon lange als sicher, inzwischen scheint aber auch ein früheres Comeback beim Royal Rumble Ende Januar in Sicht. Bei gängigen Wettanbietern wird Cody Rhodes inzwischen als Favorit auf den Rumble-Sieg gelistet. Doku über Vince McMahon noch nicht vom Tisch. Trotz der anhaltenden Untersuchungen im Sexskandal rund um Vince McMahon wird weiterhin an der Doku über den Chairman gearbeitet. Das verriet der Produzent der Doku, Bill Simmons, in seinem Podcast. Die Doku-Serie entwickle sich quasi stetig weiter, auch wenn Vince McMahon sich nicht zu diversen Vorwürfen äußere. Die Produktion der mehrteiligen Serie wurde erstmals 2020 verkündet. Ursprünglich sollte die Doku bei Netflix ausgestrahlt werden. Nachdem der Skandal um McMahon letzten Sommer publik wurde, sagte Netflix die Ausstrahlung aber wieder ab. Tony Khan mit Interesse am Kauf von WWE. Die Rückkehr von Vince McMahon und der eventuelle Verkauf von WWE sorgen weiterhin für Schlagzeilen in der Wrestling-Welt. Jetzt hat sich wohl auch AEW-Boss Tony Khan interessiert an einem Kauf des Marktführers gezeigt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sollen Tony Khan und sein milliardenschwerer Vater darüber nachdenken, sich mit anderen finanziell gut aufgestellten Partnern zusammenzutun, um einen WWE-Kauf stemmen zu können. Nach aktuellen Analysen dürfte ein Preis von über 8 Milliarden Dollar für den Kauf der Liga realistisch sein, sodass selbst die Khans an ihre finanziellen Grenzen stoßen würden. Ob ein Kauf tatsächlich zur Debatte steht oder nicht, AEW hat es auf alle Fälle geschafft, nun Teil der Berichterstattung zu sein. Spotfight-Event Anfang Februar. Hast du Lust, das Team hinter Spotfight und die Community zu treffen? Dann komm am 4. Februar nach Fulda zu unserem großen Community-Treffen. Angemeldet sind bereits über 80 Wrestling-Fans aus ganz Deutschland. Mehr Infos findest du über den ersten Link in der Beschreibung.